In diesem Video zeigen wir dir das Parfüm By The Fireplace von Replika aus dem Jahre 2015. Und ob sich das zu kaufen lohnt, wirst du hier in dem Video erfahren. Ich habe dieses gute Stück in 30 Millilitern bei einer kleinen Parfümerie in Mülheim-Kärlich bei uns in der Nähe hier erworben. Und diese 30 Milliliter habe ich da knappe 25 Euro für bezahlt. Oh. Und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Also erstmal dieser Duft, der ist auf jeden Fall sehr, sehr rauchig und süß. Mhm. Ja. Und ich finde, das allererste, was man riecht, wenn man den aufsprüht, ist im Opening dieses krasse Lagerfeuer-Feeding. Instant, so wie es beim Lagerfeuer riecht, dieser Rauch, das kommt einem erstmal so entgegen. Ja, es ist sehr rauchig. Ja. Für mich riecht der Duft wie so ein geräucherter Marshmallow. Also so ein richtig krass süßer Marshmallow, riechst dran. Und dann noch diese rauchige Note von dem Lagerfeuer. Ja, dieses beide Fireblaze, das passt eigentlich sehr gut. Ja. Auf jeden Fall. Es ist genau gemischt mit dieser süßen Note und vor allem, es ist noch gerade so an der Grenze, wo ich sage, okay, dieses Rauchige, das geht noch einigermaßen fit. Ich mag nämlich zum Beispiel eigentlich gar nicht diesen Lagerfeuergeruch. Also immer, wenn wir das gemacht haben, fliegen danach alle Klamotten direkt in die Wäsche. Den Müll. Verbrannt. Nee, aber hier bei dem Parfüm muss ich sagen, das geht steil. Also der ist richtig gut. Ja. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Der ist auch Unisex? Der ist Unisex auf jeden Fall auch. Und was man auch sagen kann, wenn dieses Rauchige irgendwann weggegangen ist nach ein paar Stunden, hat man wirklich noch so einen leichten, angenehmen Vanilleduft übrig, der einem dann auf der Haut liegt. Und das ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. Also das Rauchige wird dann weniger. Genau, das Rauchige wird weniger. Dafür hat man dann sehr viel Vanille. Und man muss echt sagen, der hält auch einige Stunden. Also das ist wirklich bestimmt 8 Stunden plus von diesem Duft, was da, ne? Ich kann gar nicht aufhören, der ist so riechen, weil der hat so Interessantes. Ja. Der hat halt diese Süße, das ist auch dann so das allererste, was ich gerochen habe, dieses Marshmallow-Süße und dann direkt so rauchig, also gemischt hat. Voll geil. Wir können euch mal die Noten vorlesen und da haben wir in der Kopfnote Gewürznelke, Orangenblüte und rosa Pfeffer. In der Herznote ist Guajakholz, Kastanie, Zederwacholder und in der Basisnote ist Kaschmeran, Peru-Balsam und Vanille. Auf jeden Fall ein ganz besonderer Duft und ich bin so froh, dass ich diesen Duft jetzt endlich habe. Ich habe den schon öfter angetestet, wie gesagt, in dieser kleinen Parfümerie dort. Und die werden wir euch auch gerne nochmal verlinken, weil die echt cool ist. Jetzt habe ich ihn hier, ich trage den auch im Sommer tatsächlich, wenn wir grillen. Es ist eigentlich ein Winterparfüm, Herbstparfüm, muss man so sagen. Ich persönlich trage den aber auch, wenn wir grillen, weil ich das einfach irgendwie geil finde und passend finde. Aber das riechst du doch noch auch. Ja, aber hier habe ich dann nochmal so ein besonderen Touch. Meinst du, da fällst du auf? Vielleicht nicht, aber es macht ja nichts. Ich weiß, es ist da und ich weiß, es ist das Parfüm und es ist nicht das Lagerfeuer. Und das ist dann für mich richtig schön. Wenn ihr den euch kaufen wollt, den gibt es circa für 81 Euro auf 100 Milliliter. Also nicht wirklich teuer, kann man eigentlich sagen. Geht. Ist okay. Ist also die kleinen Flakons, die sind halt klar teurer. Ja. Aber wenn du da 100 Milliliter holst, dann kommst du da auf jeden Fall günstiger weg. Ich finde auch, das ist ein Duft, der ist wirklich zu empfehlen, wenn man mal was anderes riechen möchte, mal was Besonderes für sich haben möchte. Und ich finde, das hüllt einen auch so unfassbar ein. Man ist so wirklich in so einem Wohlfühl-Feeling den ganzen Tag. Wirklich cool. Darf ich mir den ausleihen? Nein. Und wenn du noch auf der Suche nach einem günstigen Büroduft bist, dann schau doch gerne mal in dieses Video rein. Bis gleich.